Und weiter geht's mit Teil 4 des Spiels The Convenience Store. Wo ich wahrscheinlich wieder irgendwelche Videobänder mir angucken muss jetzt. Schauen wir mal. Okay, hier ist ein leere Kissen. Hier ist kein Videoband zum Glück. Ich habe nichts zu essen. Regnet tut's auch nicht. What a nightmare! Was it all a dream? Kein Regenschirm. Aber eine Taschenlampe. Ist hier vielleicht noch irgendwas zum Spuken? Nee. Hier vielleicht noch irgendwas zum Spuken? Nee. Gut. Dann gehen wir mal und diesmal verlaufen wir uns nicht. Warum ist zugeschlossen jetzt? Was soll die Scheiße? Oh, danke. Noch, doch wieder ein scheiß Videoband. Okay. Den machen wir schon. Ah, die Hütte. Okay. Okay, da bin ich besserer Filmemacher und das heißt schon was, wenn ich das sage. Gut, okay, darf ich jetzt zur Arbeit? So, hier rum. Darum. Dann bis zu dem kleinen Haus gehen. Hier und da dann abbiegen. Hier durch. Dann da runter. Und dann hier raus. Und dann geht's gleich hier rum. Und dann nur noch geradeaus, oder? Ja, sehr gut. Versteckt er sich wieder, unser Freund. Habu! Nee. Kann mich nicht einstecken. Was ist das? Wir haben die Kamera repariert. Gut. Gut. Warum soll ich arbeiten, wenn ich mich nicht einstechen kann hier? Okay. Rostige Nägel auf dem Fußboden, sehr massive rostige Nägel. Also, selbst wenn ich hier eingeschossen bin, verhungern werde ich nicht.
Jedenfalls nicht so schnell. Und es gibt hier nichts, was ich machen kann, scheinbar. Okay, schauen wir mal. Ah, da ist das Kind wieder. Okay. Okay, guckt auf Fernseher in Regalen. Der Fernseher war, glaube ich, einer von denen, wo er guckt. Und der? Schauen wir mal. Okay, das ist der Gang. Mittig. Letztes Drittel. Okay, gucken wir mal. Was ist das? Das muss der sein. Ja, das ist schon mal richtig. Jetzt geht er dahin. Da guckt er sich unten einen an, relativ am Ende. Okay. Ist ja dann der. Passiert noch was? Okay. Kann ich wieder raus? Redet die Toilette wieder mit mir? Nein. Kann ich hier raus? Natürlich nicht. Okay, ist das Fernsehprogramm so schlecht?
Okay, ich habe keine Ahnung, was ich jetzt noch machen soll hier. Muss ich die Klotür auch zumachen? Das ist alles sehr verstörend. Aber ich weiß nicht, was ich machen soll. Gut, mache ich die Tür auch noch zu. Scheint nichts mehr zu bringen hier. Oh! Okay. Puh, alles wieder in Ordnung. Scheinbar nur geträumt oder was? Was ist jetzt schon wieder los? Was ist die scheiß Tür wieder? Okay. Sowas. Moment. Also ich habe jetzt die Wahl zwischen das in das Paket tun, das in den V-Recorder tun oder das wegwerfen. Okay, lass mal uns mal logisch denken. Der Typ, der tote Typ im Schuppen, der hatte Videobänder bei sich liegen, die er geguckt hat und ist jetzt tot. Dann gehe ich mal davon aus, dass der Kollege im Laden, sofern das nicht der gleiche Typ ist, das ist hier bei den Charaktermodellen sehr schwer zu sagen, dass der mir vielleicht die Bänder geschickt hat, damit ich, vielleicht ist das wie heißt der Film noch, The Ring-Situation, wo man, wo die Videobänder einen umbringen, wenn man die nicht anderen Leuten zeigt. Okay, also als erstes hätte ich diese aggressive Uhr ausgestellt. Aber okay, dann versuche ich einfach mal, das wegzuschicken. Ja? Ende 1. I was sickened by the whole situation. I sealed the VHS tape carefully and decided to send it off to the sender. Fortunately, the sender's address was on the box. When I was done preparing to send it off, I felt my tense shoulders relax. Too much had happened in a short span. My mind couldn't keep up. I knew I had to rest, but I couldn't fall asleep. Everything about the store terrified me. Inevitably, I had to sit down on a chair to clear up my head.
What did I see? Was everything I witnessed even real? Although I was scared, I knew I had to know the truth. I wanted to know what had happened and why, so I turned to the internet about the store. I found a few old articles and forums talking about the location of where the building was made. One comment on a strange forum stood out to me and said there seemed to have been gruesome killings at the property. I searched for the same comments 2009 und alles sieht so schnell. September 14th, the man killed his child with a kitchen knife while his wife was off to grocery shopping to a local supermarket. When the wife came back, it said that she was killed in an extreme way. He then hung himself on the same day. They say the woman was pregnant at the time of death. The woman was killed with several nails punctured onto a small... Meine Fresse. I wanted to throw up from the obscene images, but I knew I had to continue. There was a guy that replied to the comment and said that he worked at the same place as him. According to him, the man was often arrested, but it wasn't work. The comment said with colleagues, and on the day of the incident, is that imagining what the family had gone through, depression and hatred, however, the calls were never picked up. It was the same over and over again. And then I received a phone call from Mr. Hozo, a franchise leader who I never met. I had a bad feeling about it. Then, with a shivering voice, he said, "The manager's dead." I couldn't breathe. So it wasn't a dream. And when I asked about the place where it was found, Mr. Hozo said there was an old storage behind the convenience store, and he was found there after a day of his death. I dropped my phone. I quit my part-time job with a broken feeling, yeah, no shit. After quitting, I would avoid going near the convenience store whenever I could, because every time I passed in front of the store, I would always feel sharps, the reason seems to be due to poor management, but further details were not publicized. At that point, I didn't have the means or courage to examine it anymore. After a while, the memories of the convenience store started to haze down a bit. One day, as I passed by the now closed down store, I heard a child's voice. There I saw the woman. When I looked in my hand, I had picked up one of the rusted nails that had fallen in the middle of the site. Also, ja, offenbar da, wo der Convenience Store war, hat ein Mann seine Familie umgebracht und dann sich selbst und sich dann in den Schuppen gelegt, um zu verwesen. Shit happens, ja. War's das? Ich glaube, das war's. Ja. Okay, also wir haben viel herausgefunden. Man sollte sich immer genau die Geschichte des Gebäudes angucken, in dem man arbeiten will, wenn man nicht verspukt werden möchte. Okay. Achso, Patreon. Über Patreon finanziert das Spiel wahrscheinlich. Okay. Ja, ist ein bisschen kurz, aber was habe ich bezahlt? Irgendwie 2,40 Euro. Das ist noch okay, glaube ich. Muss auch nicht immer alles so lang sein. Allerdings hier, ich weiß nicht, wie groß der Wiederspielwert ist, aber es scheint verschiedene Enden zu geben hier. Kann man bei Gelegenheit ja mal schauen. Ja, dann drückt die Glocke und liked das Video und abonniert meinen Kanal, wenn euch dieser Content gefällt. Wenn nicht, schreibt einen Kommentar. Ja, und jetzt sind die Credits auch zu Ende. Das heißt, ich kann das Video beenden und euch sagen, bis zum nächsten Mal.